Die Alten waren da, lange bevor die Menschen die ersten Schritte in Embervale wagten. Sie sind Wesen von unermesslicher Weisheit und Macht, die in der Stille der Zeit großartige Monumente errichteten. Die Schreine der Flamme, die majestätischen Obelisken und die Warten der Erbauer. Diese Wunderwerke dienten einem einzigen Zweck, das Wissen der Alten zu bewahren und ihre Existenz vor den Augen der Welt zu verbergen. Doch als der Shroud kam und die Welt in Dunkelheit zu hüllen drohte, mussten die Alten eine Entscheidung treffen. Einige von ihnen, angetrieben von einer tiefer liegenden Verantwortung, traten aus dem Schatten und schlossen sich mit den Menschen zusammen. Sie brachten ihr uraltes Wissen ein, um gemeinsam gegen das drohende Verderben zu kämpfen. Diese Allianz zwischen Mensch und den Alten könnte der Schlüssel zur Rettung Embervales sein oder zu seinem endgültigen Untergang. Pandia wird heute die erste Warte der Alten erkunden, wie es ihr die Flamme gesagt hat, und sich auf die Suche nach der Jägerin begeben. Pandia begann sofort, die Geheimnisse der Warte zu erkunden. Na, die Tür öffnet sich und gib mir was Feines, eine Henkersaxt. Es sollte sich ziemlich schnell herausstellen, dass die Erbauer eine Vorliebe für weite Sprünge und unangenehme Fallen hatten. Mehr Honig. Da was drin? Mannertrank. Nichts. Hier haben wir noch was. Na dann, geht's weiter nach oben. Dum, 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 dum. Das möchten wir öffnen. Dann haben wir da eine goldene, nee, eine silberne Kiste. Au! Energie ist ein Problem. Okay. Hier wollen wir rein. Glaube ich, oder? Ja. Ein Verband haben sie uns spendiert. Und hier kommen wir noch. Hier kommen wir auch schon rein. Gut. Gehen wir erstmal darüber. Da sind zwei, die wir öffnen müssen, damit wir hier rankommen. Au. Eins. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Und die Frage ist, wo ist die andere? Hier irgendwas übersehen? Nee. Hier nicht. Vielleicht hier. Wir können da hoch, um den Schalter zu öffnen, denke ich. Au. Thank you.
Wir können jetzt entweder direkt hoch oder wir können versuchen, da rüber zu kommen. So, und dann können wir den Schalter hier öffnen und dann kommen wir an die andere Kiste ran. Die da. Ups. Die da. Improvisierte Dolche. Pandia weiß jetzt noch nicht, ob sie so scharf ist auf die Dolche. Na? Und das war's. Damit haben wir das hier erledigt. Sehr gut. Und von hier haben wir das erste Mal einen richtig schönen Blick auf all das, was wir noch nicht haben. Am nächsten Tag machte Pandia sich auf, die Jägerin zu suchen und traf dabei das erste Mal auf pelzige Kreaturen, die auch nicht freundlich waren. Leider. Oh, nur noch Energie für zweimal. Na gut. Irgendwer ist hier sauer. So. Da ist ein Schalter. Okay. Schalter Nummer 1. Da ist ein Haken. Müssen wir darüber? Da ist ein Haken. Oh, da komme ich jetzt aber wahrscheinlich noch nicht ran. Ja, da kommen wir nicht ran. Dafür sind wir noch zu schwach. Eins, zwei, drei, gut. Ah, jetzt hätte ich vielleicht Pfeil und Bogen dabei haben sollen. Habe ich aber nicht. Ja. Kommen wir da noch anders hin? Wahrscheinlich, ne? Ah, hier kommen wir rein. Hier ist jetzt Schalter Nummer 2. Okay. Ja gut, dann darüber. Okay. So. Ah, das war's schon. So, was kann ich denn bei dir lernen? Das wollen wir herstellen. Fackeln. Super 8. Was habe ich?
Auch Stufe 8. Passt also. Okay. Dann bauen wir das mal auf. Ja. Und getrocknetes Fell. Gucken, ob wir schon ausreichend Salz haben. 6 Salz und noch mehr Fell. Okay. Also, Salz müssen wir besorgen. Salz könnten wir bekommen. Irgendwo da unten. Salzbergwerk gefunden. Sehr gut. Ja, vielleicht kümmern wir uns erstmal um die hier. Mein Salz. Wo ist das Salz? Ist das hier oben? Oh. Upsi. Hey, der ist wild. Ich weiß gar nicht, ob ich da oben richtig bin. Aber Pandia wird es herausfinden. Da ist noch einer, oder? Das ist Salz hier, ja, sehr gut. Und da steht sogar eine Kiste. Hier, schau. Ein Bogen. Hm. Na, jetzt werden wir erst... Gibt es hier irgendwo einen Punkt? Da hinten gibt es vielleicht... Nee, auch nicht. Das irgendwo... Oh ja. Mir erstmal Zeit wiederherstellen. Lasst ihr mich dann mal durch? Okay. Mal gucken, ob wir jetzt erstmal in Ruhe Salz ernten. Da wäre noch so einer, wo wir nochmal mir erstmal Zeit auffüllen können. Ja, es hilft nichts. Oh, upsi. So, ist das Nest jetzt tot, kaputt. Oh, guck mal. Nice, was ist denn das Feines?
Die ersten beiden Überlebenden hat Pandia befreit. Morgen machen wir uns auf zum Alchemisten.